wieder sozusagen. Hier kommt das Ende für die Maschinen. White Horse, Wim van de Laar, Motormechanik aus Holland. Vier russische Isotov-Turbinen. Indischer Meister Wim van de Laar mit White Horse 6. White Horse 7 ist das. Und White Horse zieht links, zieht rechts. Da kommt die rote Fahne. ...86,32 Meter. Und man hat ihm wohl einen zweiten Versuch zugestanden. Und das ist das Q8-Team Popeye. Jan van Alpen aus Hapert, ein Bauer. Alles in V12 Motoren, jede Menge an der Zahl. Und so imposant wie er aussieht, ein Full Pull. Und wir haben Torben Larsen, den Mechaniker von Fox. Was war da los beim ersten Run? Ja, es ist was gebrochen. Vielleicht auch irgendwas etwas abgedreht, aber das passiert halt. Wir können nichts machen jetzt. Zuletzt ist uns das in Schweden passiert, 1991. Aber mit der Leistung sind wir an für sich zufrieden. Ja, sie würden am liebsten einen Reservemotor einbauen, aber sie probieren es halt jetzt mit vier Motoren. Einer ist ausgefallen. Und das ist Desperate Dan. Und ein Vollpull für den Desperate Dan. Brian Armistead aus England, ganz lässig sitzt er da, aus Rawcliffe in der Nähe von Blackpool. Und wir haben Alicat. Alicat mit Adboot aus Dintelord, ein Holländer, Kranführer, alles ein V12 Motor. Alicat. Tja, Alicat 84,61 Meter, dann kam das Ende. Alles wartet auf den Terminator 5. Steve de Hoof aus Belgien, aus Hombeck, Kranführer. 32 Jahre alt, Terminator 5, Isotov-Maschinen und klarer Fall. So angetrieben muss ein Full Pull dabei rausschauen. Ein ganz lockerer Full Pull für den Terminator 5. Super Special. Stefan Bartholdsson aus Schweden. Sandersdorp. LKW-Fahrer, dreimal Keith Black-Motoren. 4.500 PS, fünfmaliger schwedischer Meister, Super Special. Und dann steht er bei 79,30 Meter, das Aus für Super Special, für Stefan Bartholdsson. Und wir haben White Horse, Wim van de Laar. Vier russische Isotov-Turbinen, White Horse 6. Das war der zweite Versuch und jetzt war es ein Full Pull. Full Pull. Ja, aber auch hier ein Defekt bei White Horse 6. Ein Defekt und das Aus für das Finale. Ja, und hier haben wir die Liste der Full Pulls. White Horse 6, der startet aber im Finale nicht.
das Team Popeye, Desperate Dane, Terminator und Fox. Ja, es war was gebrochen. Vielleicht ist auch irgendetwas abgedreht. Das ist Torben Larsen, der Mechaniker vom Fox-Team. We definitely can't complain. We have been, I think the last block we broke was in Sweden in 91. So we definitely have to be satisfied anyway. Ja, Sie sind also trotzdem zufrieden. Was macht ihr jetzt? Ja, mit Pull-Off dabei zu sein, müssen wir das Getriebe wechseln. Aber dann läuft der Traktor immer noch nur auf 4 Motoren. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, würden wir vielleicht einen Reservemotor einbauen. Egal, sie probieren es halt mit 4 Motoren. Und da haben wir das Finale. Der Fox mit 4 Motoren, einer ist nur noch zur Dekoration drauf. Und da schaukelt er sich fest. 75,53 Meter. Das war's für den Fox. Mit Fleming Smith. Tja, Jan van Alpen haben wir jetzt hier vom folgenden Team Popeye. War glücklich mit dem ersten Lauf. Ja, es war ein hübscher Pull und ich denke, es lag auch in einem guten Kurs heute. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht nochmals zu gewinnen, da die anderen haben eine Menge Power. Eine sehr gute Balance, besonders auf diesem Kurs. Ja, wir spekulieren auf Platz 5. Das würde er toll finden. Und wir haben das Team Popeye. Jan van Alpen. Und da ist er draußen. Da steht er neben der Spur. Nichts ist jetzt mit dem erhofften dritten Platz für Jan van Alpen. Und das Team Popeye jedenfalls nicht mit einem regulären Ergebnis. Da sehen wir es nochmal. Und jetzt hören wir den Desperate Dane, Carl Carter, der Mechaniker. Ja, das ist, wir hatten ein bisschen Zeit, um viel zu überprüfen, aber wir gehen es langsam an, meint er. Ja, das ist ein sehr griffiger Boden hier, der liegt den meisten Traktoren. Ja, wir wollten natürlich gewinnen, wir haben seit langer Zeit erstmals wieder die Chance zum Gewinnen und wollen alles dafür tun, meint er. Und dann wollen wir schauen, was der Desperate Dan auf die Räder bringt. Brian Armistead aus Rawcliffe. Chevy 527er Motoren. 4 Motoren. Ja, 5 Motoren hat er hier in der 4,4 Tonne montiert. Und Desperate Dan hoch das Vorderbein. Trotz der Last der Motoren hebt ihn vorne hoch. 93 Meter für Desperate Dan im Finale, im Pull-Off-Finale. Und jetzt wollen wir noch hören, was sich der Terminator erhofft. Das ist Guy De Hoff, der Eigner und Mechaniker. Ja, normalerweise haben wir schon eine gute Chance, aber wir hätten in der Qualifikation ein Motorenproblem. Wir wissen nicht genau, was wir drauf haben, aber sie hoffen, dass es funktioniert. Und wenn sie gewinnen, sind sie Europameister. Also, der Terminator 5. Steve De Hoff. Und er zieht und zieht und zieht. Russische Isotov-Maschinen, 4 Stück. Und dann kommt das Ende bei 86,07 Meter. Das bedeutet, der Desperate Dane war schon stärker. Desperate Dane also gewinnt von Terminator 5, Fox Dritter, Popeye disqualifiziert. Und so sieht es nach 5 Wettbewerben aus. Der Terminator 5 klar in Führung vor Fox, Desperate Dane, Green Spirit und dem Team Popeye. Und da haben wir die stärksten Traktoren. Ja, und dann das versprochene Finale der Mini-Puller. Das nachgeholte Crazy Toy am Werk, ja, da gab es Ärger, denn die Fahrer hatten eigentlich protestiert, dass der Joker hier eine Wiederholung haben sollte. Die Bedingungen auf dem Truck hätten sich verändert, man hat sie alle disqualifiziert. Der Einzige, der am Start ist, ist Crazy Toy.
96,29. Aber er hat auch Übergewicht, Crazy Toy, fährt deswegen nicht im Europacup, nur hier in dieser Wertung. So sieht es also aus, der Mini-Breaker mit seinem Full Pull gewinnt das Ding. 0,9 Tonnen Mini-Pullers, dahinter Lambada, Joker, alle gleich auf. Und so sieht es in der Gesamtwertung aus, Mini-Breaker und Simply Irresistible mit 69 Punkten hier in Führung. Und wir schauen uns dann gleich die restlichen Wettbewerbe an. Superstocks und wir zeigen Ihnen die Top 3 der 4,4 Tonnen Superstocks. Das ist Mackel Bits and Pieces, Leonard Griffon im Steuer, John Deere Maschinen, Bits and Pieces, ein absoluter Muskelprotz, 94,72 Meter. Schafft er mit 2000 PS. Und Sigma Power rollt in Position mit Pekka Herlavi aus Calvia. Sigma Power, der Finne. Wall mit 8400 Motoren. Und Sigma Power legt los. Pekka Herlavi ganz lässig sitzt er da droben. Mit einer Hand dirigiert er seinen Traktor. Und beachtliche 95,84 Meter. Sigma Power mit Pekka Herlavi. Damit hat er Bits and Pieces schon mal überboten. Der letzte, der da noch mitmischen könnte, Deer Addiction. Thomas Patterson aus Laholm. Der Schwede, John Deere Motoren, eine Dreigang-Übersetzung drin. Fährt mit Diesel, der schwarze Wolke verrät uns. Deere Addiction, 95,34 sind zu schlagen. Die Addiction auf dem Weg zur 100-Meter-Linie, aber er schafft es nicht ganz. Da ist das Ende gekommen, 91,18 Meter. Die Addiction damit auf Platz 3. Sigma Power, also mit 95,34 der erfolgreichste Traktor bei den 4,4 Tonnen Superstocks. Zweiter Bits and Pieces mit 94,72 auf Platz 3. Die Addiction mit 91,18. Und wir sind bei den 2,4 Tonnen Modifieds. Aus den Qualifikationen hat es jede Menge Full Pulls gegeben und wir schauen uns das Pull-Off-Finale an. Fighting Star ist der erste. Fighting Star aus Dänemark mit Carsten Drest aus Welling. Pratt & Whitney Sternmotor. Fighting Star, diesmal nicht der Starfighter. Und bei 69,73 Meter steht der Fighting Star. Carsten Drest. War natürlich auch ein Flugzeugmotor aus einer DC-6. Jetzt haben wir den Dingo mit Arne Larsen, ebenfalls aus Dänemark, aus Roskilde. Mercedes V10 Motor. Der dänische 2,4 Tonnen Meister, 88, 91 und 92. Und Dingo steht bei 68,03. Damit hat er auch den Fighting Star nicht erreicht. Nur nichts fallen lassen. Black Power. Ein Name, früher ein wenig anrüchig. Paul Ager Jensen aus Schjern, aus Dänemark. Ja, und der macht hier wirklich Power. Chevy 510S Motoren. Littlefield Lader. Aber bei 77,66 Meter bleibt er stehen. Das ist aber die beste Leistung bisher. Black Power, Paul Ager Jensen damit in Führung. Und das ist der Gold Tiger mit Ingemar Christensson aus Schweden, aus Trelleborg. Zweimal Chevy V8 Motoren, der Gold Tiger. Mühsam arbeitet er sich vorwärts und dann steht er. 68,88 Meter.
Platz 3 in der bisherigen Reihenfolge. Black Power immer noch die Nummer 1. Und wir haben das Green Monster. Tobias Hörstkamp aus Deutschland, aus Füchtdorf bei Münster. Allison V12 Motoren und das Green Monster beendet seine erschreckliche Tätigkeit bereits bei 64,24 Meter. Die schwächste Leistung bisher in diesem Finale. Isotov 1. Günther Balz aus Deutschland. Eine Isotov-Turbine. Der Mann reitet auf seiner Turbine geradezu. Aber allzu weit bringt es ihn auch nicht. 65,05. Keine Chance an die 77,68 von Black Power heranzukommen. Money Pitt, das ist der letzte im Feld. Holger Lang aus Kirchberg bei Stuttgart. Money Pitt, Allison V12 Motor. Eine ganz lange Angelegenheit. Money Pitt zieht und zieht und steigt und ist bei 66,86 am Ende. Tja, keiner hat also das Resultat von Black Power erreicht. Und Black Power gewinnt also hier die 2,4 Tonnen Modifieds, die nicht zum Eurocup zählen. Ja, die Siegerehrung. Und so geht es dann weiter beim Traktor-Pulling in Turfspoor in Holland. Und ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei, wenn es